Hallo, ich bin der Gerhard Dauscher. Ich sitze hier im Modellbau und meine Aufgabe ist es, Modelllandschaften zu zeichnen, zu entwerfen und auch Modellgebäude. Und uns war ganz einfach wichtig, dass so ein Highlight, wie es hier in Hamburg steht, auch auf unserer Modellbahn zu sehen ist. Gemeinsam mit König der Löwen wollten wir was ganz Besonderes hier vereint unter einem Dach schaffen. Ja, moin, ich bin Tom. Ich habe gerade das König der Löwenzelt eingebaut. Ich habe die Platte, wo das draufsteht, einfach reingesetzt, festgeschraubt. Vorher hier einmal die Kanten schwarz gemalt und die Schotter zur Elbe fertig gemacht. Und jetzt kommt noch das Boot und die Anlegebrücke. Mache ich noch eben schnell fest und dann ist das Ganze auch schon fertig. So, nun wollen wir mal rüberfahren zum König der Löwen und dann gucken wir mal, wie das im wahren Leben leuchtet und dass wir das dann nachher auch schön hinkriegen auf der Anlage. Ja? Komm mit! Ich versuche jetzt mal rauszufinden, wie die Lichter in den Boden gehen, beziehungsweise die Traversen. Und mal schauen, ob die hier irgendwas davor stehen haben, dass wir das ja im Modell vielleicht kaschieren können. Das nehme ich noch mit, weil jetzt ist es auch noch ein bisschen dunkler geworden. Jetzt sieht man gut das Schattenspiel von den Traversen. Und dann würde ich sagen, haben wir es. Dadurch, dass es halt ein sehr, sehr großes Modell ist, es ist auch schwierig, das so auszuleuchten, dass es für den Gast erstens wie im Original aussieht, zweitens die Lichtstimmung gut rüberkommt und drittens, dass der Gesamteindruck auch zum Umfeld der Anlage natürlich stimmt. Ne? Mal gucken, wie das Ergebnis ist, wenn ich hier mal so die erste LED fertig gemacht habe und die mal so probeweise da ranhänge. So, wir benutzen natürlich Leuchtdioden, keine Glühlämpchen. Zum einen halten die viel, viel länger und zum anderen verbrauchen die wesentlich weniger Strom als so ein Glühlämpchen. In diesem Fall versuche ich das erstmal mit einer LED in Warmweiß, weil das ja doch eher schön gelb aussieht. Alleine schon der Löwenkopf hier hinten und so, das ist alles halt eben gelb am Leuchten. Leg das mal hier einfach unter und guck mal, wie das Schattenspiel ist. Oh, das sieht super aus. Das gefällt mir. So, aber für diese Friemelarbeit, die jetzt folgt, da kann ich keine Kamera gebrauchen. Ja, seit dem letzten Dreh ist viel passiert. Die Bögen sind fertig beleuchtet und versuchen wir die an den Start zu kriegen. Der Modellbau hat schon mal eine Stellprobe gemacht. Und jetzt bin ich hier dabei, den letzten Stecker festzudrücken, dass da auch Kontakt hat. So, hier unten, da sind die Fenster schon mal angegangen, also angeschlossen ist es richtig. Jetzt warten wir mal ab, dass auch oben und der Schriftzug hier angeleuchtet wird und vor allen Dingen die Bögen, darauf kommt es mir an. Oh, sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Ja, ich würde sagen, Stellprobe ist glücklich gelungen und jetzt können die Gäste kommen und hier ihr Musical-Erlebnis in 1:87 erleben. Ja, ich bin Elke Bochenek. Ich arbeite im Modellbau. Ich sollte hier mal König der Löwen im Miniaturwunderland ausstatten. So, und jetzt fängt das schon mit dem Kostüm an. Die Darsteller, die stehen nachher vor dem eigentlichen Zelt der Löwen und machen eine kleine Raucherpause noch, bevor sie im vollen Kostüm zu sehen sind. Ja, die vielen Tiere im König der Löwen haben mich sehr inspiriert. Die armen Tiere im Zoo sollten auch mal was Schönes sehen. Und deswegen habe ich mir das ausgesucht und muss diesen Transporter erstmal präparieren. Und das Dach muss natürlich auf. Die Beine müssen jetzt ab, weil es soll sich ja jetzt da reinlegen. Wir freuen uns auf den Musicalbesuch mit allen Tieren. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ganz besonders.
weil mich das natürlich wahnsinnig interessiert. Tja. Und ich habe euch auch was mitgebracht. Wow. So, in Miniatur. Ich konnte das nicht, das ist echt winzig. Also diese kleinen Details dahin zu bekommen, ja, das ist Wahnsinn. Was machst du hier so? Ja, wie du halt siehst, also wir reparieren die Puppen, wir erstellen auch neue Puppen, wenn es notwendig ist. Ja, also das heißt, Puppets ist halt solche Masken wie zum Beispiel der Simba. Mhm. Sehr aufwendig Arbeit, ja. Das ist Holz und das ist Leder. Aha. Und mit diesen Bemalung dann wirkt alles irgendwie, das braucht also viel Arbeit, Konzentration und handwerkliche Geschick, ja. Genau. Ja, und welche künstlerischen Freiheiten hast du so oder musst du nur nach Vorgaben arbeiten? Ja, also was den Look angeht, muss ich schon nach Vorgaben arbeiten. Da kann ich mich jetzt nicht verwirklichen, was so die Verfeinerung der Mechaniken angeht oder die Suche nach neuen Materialien oder so. Das ist die künstlerische Freiheit. Und ansonsten tobe ich mich manchmal dann auch aus, wenn ich so kleine Giveaways oder so bastle. Ja. Und was ist dein tollster Moment hier in Jugendliche gewesen? Ich finde das ganz bezaubernd, wenn ich mir eine Schuhe angucke oder wenn wir Puppetwork machen und endlich diese Geschichte passiert, dass man total vergisst, dass der Darsteller mit einer Puppe spielt. It's nearly you. Ah, it's very nice. Yes. It's very cool. It's wow. Small, a little bit smaller than you. Yes. Traum. Das steht nicht in meinem Text. Ich habe das große losgezogen und werde die fünf Darsteller nachbauen. Und ja, ich brauche da mal so ein bisschen Ideen, Anregungen. Also die Figuren sind so um bei 2 cm groß. Es gibt da nichts zu kaufen. Das heißt, ich werde so aus 5, 6, 7 bis 10 verschiedenen Figuren nachher die einzelne Figur nachbauen. Also bei König der Löwen sind wir ja in der Savanne, wir sind ja im heißen Afrika unterwegs und wir brauchen natürlich Erdtöne. Auch in den Gesichtern überall Erdtöne, Erdfarben, gemischt mit Gelb, also Orange. Also ich brauche ungefähr, sag mal, 4 bis 8 Stunden. 4 bis 8 Stunden. Eine Figur, ja, je nach Aufwand. Ja. Wie lange braucht ihr? Ja. Also wir brauchen rund 1 Stunde Make-up. Und ich kann dir gerne die Fotos zeigen, die wir von den jeweils einzelnen Darstellern haben. Guck mal hier, haben wir die ganz tollen Ordner, da haben wir die ganzen Fotos drin. Und da kannst du die ganzen Gesichter sehen, wie die, zum Beispiel der Scar wieder geschminkt wird. Okay. Ganz so detailliert werde ich das wahrscheinlich nicht hinkriegen, aber Fingernagelgröße. Ich werde mein Bestes geben. Das Besondere an diesem Job ist, dass man am Ende des Tages ein kleines Meisterwerk bewundern kann. Na, wir haben jetzt den Pumba annähernd fertig gekriegt. Also, er besteht aus einem Kuhkopf. Seine Stoßzähne sind aus Zahnstochern. Die Ohren sind vom Schwein. Das Hinterteil besteht aus einem Affenrücken und Rentierbeinchen. Und dann hat man hier noch so ein bisschen Verstärkung oder das Gerippe gemacht. Das haben wir mit so einem Kupferlackdraht gemacht. Und der Typ steht eigentlich in diesem Kostüm drin und hält sich mehr oder weniger an den Ohren fest. Damit wird der Kopf gesteuert. Muss das Ganze nur noch angemalt werden? Genau, das Ganze muss jetzt nur noch farblich angemalt werden und ich muss mir halt noch was einfallen lassen mit den Haaren.
Damit haben wir Simba fertig. Dann bleibt jetzt nur noch Scar und dann sind die fünf fertig. Also die Atmosphäre unter den Kollegen, das hat mich schon beeindruckt. Lockerheit. Trotzdem soll man ein kleines Späßchen dabei haben. Ist so ein bisschen wie bei uns. Ich denke, das hilft, um so etwas Großes auch auf die Beine zu stellen. Wir können natürlich annehmen, dass wenn so viele Kätzchen auf einem Haufen sind, dass sich da die eine oder andere auch in den Schwanz beißt. Aber da war das nicht der Fall. Da war ein harmonisches Geschnurre. So, fertig. Der fünfte im Bunde, Scar. Aufwendigste Figur, so wie ich mir das schon gedacht hatte. Aber ich bin mit dem Ergebnis vollkommen zufrieden. Hallo. Hallo. Bist du wieder da? Ja, wir dachten, wir machen das nochmal. Rechte böse Onkel. Aber hat dir deine Mutter nicht beigebracht, dass man mit dem Essen nicht spielt? Weißt du, so, dann komme ich jetzt um mein Mittagessen. Es lebt in dir. Ist das die einzige Figur, die ihr habt? Ja, super. Aber es kann nicht kaputt gehen. Kann nicht kaputt gehen. Nein, nein. Das gut. Ist klasse. Alles gut. So, mein kleiner Bruder, großer Bruder. Kleiner Piepmatz, großer Piepmatz. Von uns an euch als Miniatur Wunderland Hakuna Matata. Liebe Grüße. Ciao. Tschüss. So, nun ist das halt komplett und ich denke, einer gigantischen Show steht nichts mehr im Wege. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu einem auch für uns ganz besonderen Moment. Das hat mich ehrlich gesagt sehr nervös gemacht, als wir dann im August 2001 eröffnet haben. Nämlich ganz kurz vorher, bevor das Aushängeschild in Sachen Musicals in Deutschland, nämlich König der Löwen, nach Hamburg gekommen ist. Es wurden im ersten Jahr schon 300.000 Besucher und wir sind jetzt in den letzten Jahren immer deutlich über 1 Million Besucher gelandet. Was wir natürlich auch großartig finden, dass wir so ein Zugpferd für die Tourismusentwicklung in Hamburg geworden sind. Und wir haben das mal zusammengezählt, 1 Milliarde TV-Kontakte weltweit. Und da sind wir ganz stolz, dass wir unserer Heimatstadt sozusagen so ein kleines Geschenk bereiten konnten. Entscheidende Leuchttürme in dieser gesamten Entwicklung sind das Miniatur Wunderland und eben auch das Musical König der Löwen. Man muss eben überzeugt sein von einer Handlung und eben einer Aufgabenstellung und das drückt sich hier an beiden Stellen ganz entscheidend aus. Ich bin gespannt, ob Sie gleich glücklich sind mit dem Modell, was wir für Sie gebaut haben. Ich habe mich wie ein Kleinkind gefreut auf den heutigen Termin, weil ich glaube auch, dass das Miniatur Wunderland, was für eine geile Idee. Nur hinterher kann das jeder sagen, wie schwer sie zu verwirklichen. Und insofern freue ich mich, dass wir jetzt ein kleiner Teil sein können. Ich glaube, wir gehören dahin, weil wir sind ein Teil von Hamburg. Das Tolle daran ist, dass es ein Gesamterlebnis ist und das sieht man ja hier auch so ein bisschen. Das verbindet eben das, was Hamburg ist, eine Hafenstadt. Die Menschen reisen mit einem Boot. Das dauert nur 2 Minuten, aber sie reisen dahin, treten die Reise nach Afrika an und können etwas ganz Besonderes erleben.